Mein Name ist Jens Rottmeier, ich bin Vorstandssprecher der Kiesbauer Geländefahrzeuge AG. Unser Werk ist in Laubheim, das ist südlich von Ulm im Schwabenland. Wir produzieren dort Pistenbully und auch Strandreiniger für den ganzen Weltmarkt. Wir haben einen Marktanteil, der liegt über 60% und beschäftigen in Laubheim gut 330 Mitarbeiter. Weltweit sind 525 Mitarbeiter derzeit für uns aktiv. Wir sind seit 1969 mit unseren Produkten auf dem Markt. Ein Traditionsunternehmen, ein Familienunternehmen, das sehr erfolgreich sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Wir produzieren im Jahr um die 600 Pistenbully, haben eine Exportquote von 98%. Und beliefern derzeit mit den Strandreinigungsgeräten über 110 Länder dieser Welt. Wir sind in den wichtigsten Märkten mit eigenen Niederlassungen oder Tochtergesellschaften aufgestellt, das heißt in den USA, Österreich, Frankreich, Schweiz, Italien und natürlich Deutschland sind es eigene Mitarbeiter. In den restlichen Ländern dieser Welt sind wir mit Händlern vertreten. Wir haben 2017 eine Weltmeisterschaft. Diese Weltmeisterschaft hat natürlich eine absolute weltweite Wirkung. Und dort kam mir eigentlich die Idee, dass wir mit Kiesbauer zusammen grundsätzlich ein Projekt starten könnten, das uns hilft, sage jetzt mal, das ganze Thema Beschneiung, das ganze Thema Pistenmanagement einfach der Welt näher zu bringen. Wir als Anbieter der Dienstleistung und Kiesbauer als Anbieter von der ganzen Thematik eigentlich der Fahrzeuge, der Technologie, die dazu notwendig ist. Wir haben seit Jahren ein sogenanntes Hybridfahrzeug im Einsatz, ein grünes Fahrzeug. Das allererste Fahrzeug wurde auch damals hier in St. Moritz von uns ausgeliefert. Zu diesem Thema Nachhaltigkeit haben wir ein weiteres Produkt in unserem Portfolio, Snowsat. Das ist ein satellitengesteuertes Messsystem, bei dem man exakt bis auf plus minus 2 cm die Schneetiefe oder Schneehöhe unter dem Fahrzeug messen kann. Wie können wir das wirklich konkret umsetzen? Es ist nicht nur das Fahrzeug, also das ganz, ganz große Thema war auch die Ausbildung der Leute. Wie kommen die Leute überhaupt mit dieser neuen Technologie umgehen? Wie schaffen wir es auch prozessual, die Systeme vorzubereiten, die Beschneiungsanlagen etc.? Wir hatten dort eigentlich die Produktmanager auch dabei. Wir hatten eigentlich die verantwortlichen Leute, auch wirklich einen Projektleiter von Seite Kiesbauer, und es war absolut auch notwendig. Und uns kam einfach eine Idee, wie können wir eigentlich dem Publikum transferieren, dass wir jetzt dort die neuesten Fahrzeuge haben, weil Pistenfahrzeuge, die sehen alle für den Laien ein bisschen gleich aus. Und dort hatten wir dann mit der Weltmeisterschaft zusammen ein eigenes Branding gebildet, das eigentlich die ganze Silhouette, der ganze kommunikativer Auftritt wurde genommen, auf eine Klebefolie sozusagen projiziert, und nachher wurden sämtliche Fahrzeuge, die in diesem Pistenperimeter waren, beklebt. Meiner Meinung nach muss man sich fragen, ja, was hat das gebracht? Die Zeit während der Weltmeisterschaft, das sind 2 Wochen. Wir hatten aber auch 2 Wochen Vorbereitungszeit. Also wir sprechen gut von 4 plus noch 3-4 Tage später, also Aufbau, Weltmeisterschaft und die 4 Tage hinten. Also ganz grob gesagt einen guten Monat Einsatz. Und wenn man dann die Zahlen sieht, die dort rauskommen, ist das schon sehr eindrücklich.
Zum Beispiel im Dieselverbrauch haben wir 95.000 Liter weniger Diesel verbraucht, rein durch eine Optimierung der Fahrzeuge und natürlich auch auf der anderen Seite optimaler Einsatz der Fahrzeuge. CO2 immer ein großes Thema. Durch diese neueste Technologie konnten wir auch fast 250 Tonnen CO2 weniger Schadstoffe ausstoßen, was wiederum natürlich grundsätzlich der Umwelt auch zugute kommt. Ein weiteres Thema sind die Stickoxide, die NOx, auch bekannt im Volksmund, sind 2 Tonnen. Das tönt vielleicht wieder wenig gegenüber dem CO2, aber Stickoxide sind dementsprechend auch ein bisschen halt aggressiver in der Umgebung. Und auch ein Thema, wo wir sehr stolz drauf sind, ist das Thema des Feinstaubs. Wir waren ja auch die Ersten vor mittlerweile auch schon fast 10 Jahren, wo wir sämtliche Fahrzeuge mit Rußpartikelfilter ausgestattet haben. Jetzt über die Einsatzdauer mit der neuesten Fahrzeugflotte haben wir 110 Kilogramm Feinstaub weniger produziert. Das tönt jetzt vielleicht nicht noch so viel, aber Feinstaub ist natürlich in Mikromillimeter nur messbar. Das sind kleinste Partikel, die eigentlich von Auge praktisch nicht sichtbar sind. Und 113 Kilo ist eine horrende Zahl, die dementsprechend wirklich halt einfach nicht in der Luft umherschwebt. Wir hatten für die ganze Schneeproduktion gut 368.000 Kilowattstunden weniger Strom gebraucht. Das ist gut 4% eigentlich vom Gesamtstromverbrauch, den wir haben für alle sämtlichen Anlagen. Also auch eine stolze Zahl. Und etwa gut 16.000 Kubikliter Wasser, das sind 16 Millionen Liter Wasser, die wir nicht mehr einsetzen mussten durch eigentlich Optimieren des ganzen Beschneiungsprozesses. Jetzt rein die Kosten durch eben Nicht-Diesel, durch weniger Einsatzstunden, sprechen wir auch rein für die Weltmeisterschaft von gut 250.000, 223.000 Franken, die wir einfach weniger Ausgaben haben, die sich sehr stark natürlich auch vor allem Dieselverbrauch manifestieren auf die Fahrzeuge hin. Wir haben vor 2 Jahren vom Deutschen Skiverband den Nachhaltigkeitspreis gewonnen als Unternehmen, weil wir eben im Bereich der Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen durch verschiedene Einsparmaßnahmen, Blockheizkraftwerke, was letztendlich zum aktiven Umweltschutz beiträgt. Technologie hat uns im Leben immer weitergebracht, sonst würden wir heute kein Licht haben, sonst würden wir heute kein fließendes Wasser haben. Und das zeichnet sich auch im ganzen Bereich eigentlich von Beschneiungsanlagen, Pistenmanagement auch ab, dass uns Technologie da wirklich deutlich weiterbringen wird. Mit diesen Zahlen können wir das natürlich auch belegen.